So, jetzt endlich. Da bin ich. Und ich werde die, na, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Die Lags sind auch schon da. Wunderschön. Hallo Red Light. Es ist gerade wieder sehr laut. Ich sage das echt jedes Mal, aber ich habe das Gefühl, es ist immer noch lauter. Mittlerweile habe ich die Lautstärke schon bei 12%. Heute mal ein wenig früher. Ich weiß gar nicht. Ist es früher? Ich weiß gar nicht, wann ich es bei den letzten Streams immer so geschafft habe. Die sind ja leider jetzt doch immer sehr unregelmäßig geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wann die immer waren. Oh Gott, die Lags sind wirklich jetzt schon zu Beginn schon so schlimm. Okay, ich muss mich erstmal wieder kurz neu orientieren. Die Zeit ist zurückgedreht und ich glaube, sie ist auch langsam. Dann könnten wir eigentlich direkt zu dem Steinturm. Felsenturm heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Weil wir brauchen nur das Lied, um hineinzukommen, und das habe ich. Zumindest, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich noch eine Fee? Nee, habe ich natürlich nicht, weil wir gerade zurückgedreht haben. Nehme ich mir mal gleich eine mit. War denn nochmal der Eingang? Ich glaube, da oben. Das da rechts war, glaube ich, nur der Eingang zu diesem Schloss oder so. Hier müsste, glaube ich, der eigentliche Tempel sein. Mann, ich verstehe nicht, was die Lags verursacht. Wieso sind die an manchen Tagen so viel schlimmer als an anderen, obwohl ich nichts auf habe? Muss mal kurz hier schauen, mir OBS irgendwelche Alarme ausgibt. Nein, keine Alarme. Daran liegt es also nicht. So, ich glaube, ich habe beim letzten Mal das schon nachgeschaut, aber ich schaue nochmal. Ist denn hier jetzt schon. Gehört das jetzt schon zum Tempel? Kann hier schon eine Fee sein? Nee, hier sind noch keine Feen. Das Lied. Wie war das nochmal? Links, rechts. Nee, ist jetzt schon falsch. rechts, links, rechts, unten. Rechts, oben, links. Ich habe mir gar nichts gemerkt. Ich habe es einfach nur vorgelesen, nicht gemerkt. Ich versuche es nochmal. Rechts, links, rechts, unten. Rechts, oben, links. Rechts, links, rechts, unten, rechts, oben, links. Mir geht das auch immer so, wenn ich irgendwas lese. Ich lese dann teilweise echt, wenn ich so ein Buch lese oder so, dann passiert mir das manchmal echt, dass ich so ein oder zwei Seiten lese und dann merke, dass ich mir einfach schon seit zwei Seiten, also ich lese nicht zwei Seiten, aber ich lese mehrere Seiten und merke dann irgendwann, dass ich mir schon ungefähr seit zwei Seiten selber nicht mehr zugehört habe. Das ist total absurd. Ich kann irgendwie lesen, ohne mir selber zuzuhören. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, das geht jedem einfach so. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Hat jetzt eigentlich die Statue auch diese Feenmaske? Nee.
kann mir jetzt schon vorstellen, dass dieser Tempel total, dass man da sehr viel Zeit im Menü verbringen wird. Man muss ja ständig die Masken wechseln. Aber man braucht ja schon drei verschiedene Masken und dann braucht man noch die Ocarina. Das sind ja alleine schon vier Items. Wenn man da noch Waffen braucht und die Feenmaske, dann ist man nur noch im Menü unterwegs. Stelle ich mir jetzt zumindest so vor. Ich mach den mal kurz weg hier. Hallo? Geht nicht. Warum geht das nicht? Hä? Es geht nur, wenn ich den Schild nicht benutze. Komisch, aber das ging doch mal. Ah, nee, die Lags, ey. Es kann doch nicht sein, dass so ein altes Kackspiel so ruckelt. Also nicht Kackspiel im. Nicht im wertenden, im abwertenden Sinn, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt hardwaretechnisch anspruchsvoll. Aber der Emulator halt wahrscheinlich. Was hat das jetzt eigentlich gebracht? Jetzt haben sich da irgendwelche Steine verschoben. Aber. Was das bringt, ist mir noch nicht ersichtlich. Ich habe jetzt schon Schiss vor diesem Tempel. Ich weiß, dass ich so hart verwirrt sein werde. Da gibt es bestimmt wieder dann so Rätsel, wo man dann so die Schalter teilweise auch dann wieder wegmachen muss. Nicht einfach nur auf allen Schaltern draufstellen und anmachen, sondern auch so dann irgendeinen wieder wegmachen. Und zwar den richtigen, damit sich es genauso anordnet, wie man es braucht und so. Ich sehe schon kommen, dass sowas stresst mich so sehr. Mich stresst das schon, diese Vorstellung, dass dieses Rätsel kommen könnte. So, das sind jetzt die, die ich da hingeschoben habe, oder? Jetzt könnte ich aber auch darauf, ohne die da Statuen draufzustellen. Mache ich jetzt einfach mal. Gott, hier gibt es auch noch einen Schalter. Mann, ey. Was macht denn der hier? Gar nichts. Vielleicht muss man die einfach alle gleichzeitig machen und erst dann passiert überhaupt irgendwas. Ach. Jetzt fahren die da hoch, aber die fahren jetzt einfach nur da hoch, weil ich. Ach so, nee, Moment. Wieso fährt denn der jetzt da hoch? Ich dachte, der fährt hoch, weil ich die alte Zora Statue weggemacht habe, aber habe ich ja noch gar nicht. Oh, ich will den Tempel einfach nur hinter mich bringen. Ich habe echt schon Panik bei dieser Vorstellung, dass ein schwieriges Rätsel kommen könnte. Okay, jetzt kann ich da
darüber, aber da war ich doch, oder nicht? Da bin ich doch gerade hergekommen. Oder? Das hat jetzt einfach gar nichts geändert. Die Brücke war doch vorher auch da. Jetzt gehe ich mal nochmal darauf. Einen Schalter gibt es ja noch. Der bringt jetzt was. Der bewirkt jetzt was, nachdem ich die anderen alle gedrückt habe. Oh. Dann mache ich hier noch einen drauf. Dass man auch jedes Mal dieses Lied wieder anhören muss. In all den schönen, unterschiedlichen Instrumenten. Hä? Oh nee. Ernsthaft, der ist zu leicht oder was? Aber ich... Hä, aber ich stand doch da gerade drauf. Ich habe den Schalter doch gerade gedrückt. Die Statue und ich zusammen sind leichter als ich alleine. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Jetzt versuche ich es mal nochmal, die runter zu... da wegzumachen. What? Ich hab die doch... Bin ich bescheuert? Ach, ich hab die... Ah, ich kann die als... Der Deku ist zu leicht. Aber wenn ich die jetzt weg... Wenn ich jetzt als Mensch meine Statue dahin mache, dann ist ja die andere weg. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt noch nicht gecheckt, was der Schalter überhaupt bringt. Ich gehe einfach nur davon aus, dass das, was sich da bewegt, dass ich das brauche. Aber was ich hier mache, keine Ahnung. Jetzt ist da unten wieder was runtergefahren. Also das ist jetzt runtergefahren, weil meine Menschenstatue weg war. Verschwunden ist, die auf dem anderen Schalter stand. Das kapiere ich schon noch, aber... Was mir das Ganze jetzt nützt, darauf kann ich noch, da war ich noch nicht. Oh, Leute, warum schaut denn da auch jeder Winkel dieses Levels gleich aus? Ich kapiere überhaupt nicht, was das Ganze hier bewirkt. Oh nee, Mann ey, du Arsch ey. Der Arschgegner. Hat mich einen Millimeter weggeschoben. Und alles wieder anschauen. Okay, nochmal. Ich... fahr den Block jetzt dahin, wo er jetzt ist, aber... Und jetzt fährt er aber wieder ein anderer weg. Hoffentlich mache ich da jetzt nichts kaputt. Jetzt fährt da ja wieder was weg. Oh. Leute, ich darf gar nicht, was ich hier mache. Ich kann auch hier einfach immer raufklettern mit dem Enterhaken. Ich nehme jetzt lieber mal eine andere Maske. Aber ich kann ja da raufklettern mit dem Enterhaken, auch wenn ich das alles hier mit den Schaltern nicht mache. Okay, keine Ahnung. Cool. Ja, nice. Okay, hier geht's nicht mehr weiter nach oben. Und wahrscheinlich habe ich mir jetzt hier einen so einen Block verkackt. Dann nehme ich mal noch den Zora. Ich denke mal, vielleicht dieser eine, den ich als Mensch versehentlich wieder weggemacht habe. Auch immer der war. Der hier vielleicht. Vielleicht macht der da irgendwie jetzt so eine Brücke.
Ja, das. Ah, nee. Der macht da oben. Ah, ich check's gar nicht, Mann. Scheiße. Das Hauptproblem ist halt, glaube ich, echt, dass alles gleich aussieht. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Stein jetzt eigentlich gerade hingefahren ist und wo der weggefahren ist. Verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Aber ich gehe jetzt einfach mal wieder darauf und schaue, ob sich was geändert hat. Ah, da oben kann ich da noch hin. Nee, aber da hat sich jetzt tatsächlich schon was geändert. Ja, das war dieser Block. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Ich muss einfach nur. Was ist da denn? Die Vogelscheuche gibt es aber nicht in Majora, oder? Sieht aus wie so ein Vogelscheuchenspot. Ich glaube, ich muss einfach nur immer, wenn so welche beieinander sind, dann drei drauf machen. Ich hoffe mal, dass sie mit dieser Mechanik nicht so schwierige Rätsel eingebaut haben, wie sie könnten. Weil ich glaube, mit dieser Mechanik könnte man es echt richtig, richtig fies machen. Das hat wieder gar nichts gemacht. Und ich denke mal, vielleicht sind halt die Blöcke, die man so, wo man die Schalter, wo man was draufstellen muss, relativ nah beieinander und einfach nur hier einmal den Zora, einmal den Menschen, einmal den, was habe ich da hinten hin gemacht? Menschen, dann noch einmal den Goronen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es so ist. Aber es bringt halt gar nichts, verdammt. Ah, ich weiß, für was diese Schalter hier sind. Die Schalter sind einfach nur, um die Blöcke, die da schon sind, wieder hierher zu fahren, damit man wieder zurückgehen kann. Das ist einfach das gleiche wie auf der anderen Seite. Deshalb ändert das nichts, weil die sind schon hier. Das ist so wie wenn man einen Aufzug ruft, der schon da ist. Quasi. Das ist hier der Aufzugknopf. Der Aufzug ist aber schon hier. Okay, dann gibt's hier nichts. Das ist auch cool. Warum gibt's hier nichts? Warum gibt's auf der anderen Seite sowas? Ach doch, da oben ist was. Komme ich da hin? Nee. Doch. Hä? Alter. Du Sack. Ah, jetzt. Nicht. Was willst du? Navi? Das ist gar nicht Navi, aber. Vergessen, wie sie heißt. Ja, da oben ist was. Okay, danke. Aber wie komme ich da hin? Von hier oben. Hier geht's weiter. Oh, was? Eine Eule? Dann sind wir hier aber noch gar nicht im Tempel, oder? Hier ist der Eingang zum Tempel, ja. Yes. Oh Mann. Da gibt es hier bestimmt eine Fee.
Da gibt es hier bestimmt eine Fee. So, und dann heißt das wahrscheinlich, dass ich die Schalter hier jetzt wieder starten muss. Damit kann ich dann eine Brücke bauen zum Tempel drüber. Und ich dachte, dieses Rätsel ist halt einfach schon, ne, der halbe Tempel. Es ist einfach nur der Weg zum Eingang. Ich frage mich, ich wollte gerade sagen, wie kann dir eigentlich mit nur 5 Bongos so viele verschiedene Töne spielen? Aber es stimmt, es sind eigentlich nur 5. Aber ich frage mich, wie jetzt sowas spielt hier. Gar nicht einfach. Bewegt einfach seine Hand gar nicht mehr. Gibt er einfach auf. Das macht er einfach mit Telekinese. Moment. Hä? Das sieht aber nicht richtig aus. Jetzt noch mal kurz schauen, was macht denn dieser Schalter hier? Das sieht doch gut aus. Was macht der hier? Nein. Nein. Ich glaube, man muss die in der richtigen Reihenfolge hier machen, weil sonst der eine Block den anderen blockiert. Kann das sein? Jetzt mache ich nochmal kurz alle weg. Dann schaue ich mir nochmal kurz an, was die Blöcke alle einzeln machen. Der hier ist nämlich der, der vorher... Der will nämlich... Ja, der will nämlich nach vorne. Der müsste jetzt ja eigentlich auch da, wo er steht, nichts mehr blockieren. Ich muss die einfach von vorne nach hinten bauen, weil sie sich sonst gegenseitig im Weg sind. Das heißt jetzt der zweite, das war nicht er hier. Sondern er hier. Oh, von diesem Lied werde ich heute Nacht träumen. Die ganze Nacht. Bum, 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 bum. Und dann wahlweise nochmal in der Gitarrenversion. Wunderschön. Aber am schönsten ist die Trompete von dem Deku. Zum Glück muss man die hier nicht benutzen. Wahrscheinlich haben sie den Deku extra so leicht gemacht,
damit sie einen Grund haben, warum man den nicht in diesem Tempel hier die ganze Zeit benutzen kann. Weil der einen wahrscheinlich in den Wahnsinn treibt. Ich vermute jetzt mal, diese Schalter hier machen das Gleiche, ja. Wie man da drüben hinkommt, keine Ahnung. So, jetzt kommt endlich der Tempel. Der Felsenturm. Felsenturm. Okay, los geht's. Speedrun. Okay, bin wahrscheinlich jetzt schon langsamer als der Speedrun. Okay, lass mich erstmal hier umschauen. Ich hole mir wieder diese Maske. Hier gibt es doch bestimmt jetzt schon eine Fee. Hier ist schon eine Fee. Uah. Pimmel. Da ist eine Sonne, aber die ist irgendwie auf dem Kopf. Da oben ist ein Schalter, da ist auch ein Schalter auf dem Kopf. Also offensichtlich kann man diesen Tempel hier auch noch drehen und ich krieg... Bei dieser Vorstellung kriege ich schon Frust. Oder was heißt Frust? Ich krieg Panik eigentlich. Ich habe jetzt schon Panik, weil mich das überfordern wird, weil ich dumm bin. Warum fliegt die eigentlich rückwärts? Was ist denn mit der los? Hat die einen Schlaganfall? Soll ich die vielleicht lieber zum Tierarzt bringen? Oder einfach erlösen? Okay, ich kann es ja nicht mal. So, jetzt. Da baller ich einfach mal rein. Kann gar nichts. Hä? Das ist doch hier ein Schalter für... Pfeil. Was ist das überhaupt für ein Derpy-Gesicht? Das sieht so aus, als hätte ihn so, wäre das hier so eine Statue von so einer Kuh oder irgend sowas, so eine Kuhgottheit. Aber das eine Auge hat die so eine Biene gestochen. Oh! Scheiße! Jetzt geht's. Boah, hole ich mir einfach mal mit dem Interhaken. Da ist die Fee, aber es gibt noch mehr. Also da drüben ist natürlich eine Tür, die einfach auf ist und hier auch. Da gibt es schon wieder eine Tür, die auf dem Kopf steht. Oh Mann, verdammt. Ja gut, dann links oder rechts, links oder rechts. Was ich noch schauen wollte, da gab es noch so eine Kletterpflanze. Ah nee, das ist gar keine Kletterpflanze, das ist einfach nur ein Zaun. Ah, rechts ist auch schon wieder eine Tür. Auf dem Boden und an der Decke. Oh Mann, kriege ich echt schon wieder Wassertempel-Vibes kriege ich da. Ey, was für ein sneaky Bastard, ey. Schlägt er sich von hinten an. Fuck, was ist das für ein riesen Block hier? Was geht denn da ab, bitte? Das ist doch auch für den Goronen zu groß, oder? Kannst du den packen hier? Tatsächlich. Das geht. Ja gut, dann mache ich das einfach schon mal. Keine Ahnung, was das bringt.
Ach, wenn er noch ein bisschen langsamer spielen könnte, das würde mir noch ein bisschen besser gefallen. Das Lied ist an sich schon echt gut, aber ein bisschen langsamer hätte ich es gern noch. Mit ein bisschen mehr Gefühl. Boah, aber was sind denn hier für viele Schalter? Sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Und hier kann ich das wegsprengen. Ja. Ja, toll, da ist halt einfach eine große Kiste. Eine Decke. Das bringt mir jetzt erstmal herzlichst wenig. Okay. Da war der Schalter. Aber da gibt es doch noch mehr, Mann. Ich habe doch nur drei Statuen zur Auswahl. Was macht denn er hier? Gar nichts. Und er? Ach so, vielleicht muss ich. Vielleicht reicht's, wenn ich auf drei eine Statue habe und auf einer stehe ich selber drauf. Ah nee, fuck, ich hätte so eine Kiste hintragen müssen. Die habe ich kaputt gemacht. Ich check's jetzt. Ah, so ist es bestimmt. Ah, das sind ja noch mehr. Das sind noch mehr Schalter. Oh nö, jetzt kann ich da wieder raus. Kisten respawnen lassen. Ja. So müsste es gehen. Aber da gibt es ja auch noch Schalter an der Decke und ich hoffe, dass die. Boah, und ich hoffe auch, dass der Typ mich da jetzt nicht kaputt macht. Ich mach die erstmal weg. Aber ich hoffe auch, dass man die Schalter nicht alle gleichzeitig drücken muss, inklusive denen, die an der Decke sind. Ja. Ah, und jetzt nochmal diese schöne Animation, wie er sich in die Statue verwandelt. Ach. Ich kann einfach nicht genug davon bekommen. Aber sofort ist in meinem Kopf wieder hier so eine Notiz irgendwo im Hinterkopf angepinnt. In diesem Raum gab es noch Schalter an der Decke. Bitte nicht vergessen. Oh, das macht mich wahnsinnig. Mein Gehirn ist zu glatt. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Es stresst mich. Ich will einen linearen Raum, wo ich nie wieder zurück muss. Obwohl Zelda jetzt natürlich echt nicht so schwer sein sollte. Und ist es ja im Endeffekt dann auch nie, aber es stresst mich jedes Mal wieder. Die Kamera ist gerade echt sehr unpassend. Und schon wieder eine Blume an der Decke, eine Tür an der Decke. Da ist ein Gang an der Decke. Ich hau einfach schnell ab und ignoriere das Ganze. Okay, hier muss man doch auf jeden Fall irgendwie Licht reinbringen.
Ja, danke für den Tipp. Ihr Tipp ist, sag bloß nicht, du hast es noch nicht kapiert. Danke für gar nichts. Also ich meine, klar, ich muss hier irgendwie Licht reinlassen, aber... Dann hätte sie sich's auch sparen können. Wenn sie nichts sagen will. Die Dudes hier kann man doch irgendwie schieben. Eigentlich. Was ist denn los mit denen? Hä? Ach so, aber Moment, als Krone kann ich doch ins in die Lava gehen. Muss ich hier vielleicht was machen? Okay. Piss dich! Und du auch! Ja, und du? Bitte sag jetzt nicht, das ist jetzt ein Raum, in den ich eigentlich erst später hätte gehen sollen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Dann hätten sie mich nicht so weit kommen lassen. Nur damit ich dann wieder zurückgehen darf. Was ist denn dieses Symbol da hinten eigentlich? Soll mir das irgendwas sagen? Also da oben habe ich noch ein Enterhaken-Symbol hier. Kann ich da vielleicht den Stein in der Decke einfach herausziehen? Oder einfach... Nee, wahrscheinlich kann ich halt einfach da oben irgendwo hin. Eine Fee. Ja, tatsächlich. Die habe ich schon wieder total vernachlässigt. Muss ich mal kurz schauen, weil ich habe keinen Bock, dass wir dann später irgendwo eine vergessen haben und dann nochmal zurückgehen. Hier ist zum Beispiel tatsächlich noch eine Herrin. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich hier oben nur dafür da. Und da oben ist dieses Loch in der Decke. Wo war denn jetzt gerade dieser Brocken, wo die Fee gesagt hat? Nee, das war da, oder? Das war dieses. Das war diese Stille. Na, Stimme. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Dann raff ich es gerade nicht. Scheiße. Was ist denn der Sinn von diesen Steinstatuen, wenn ich die nicht schieben kann? Und auch nicht töten kann? Ja, kacke. Also es gibt natürlich echt noch die Möglichkeit, wie gesagt, dass ich wirklich nochmal komplett zurückgehe. Und am Anfang in die andere Richtung gehe. Weil hier war das ja auch nicht, oder? Also, dass ich jetzt hier irgendwie aufsprengen kann oder so, das glaube ich, ist es nicht. Moment. Wie bin ich denn da reingekommen? Wo bin ich denn vorher hergekommen? Scheiße. Haut mal ab jetzt. Also eine Fee gibt es hier zumindest keine mehr, aber ich komme jetzt hier gar nicht mehr weiter. Scheiße. Also klar, ich könnte raus teleportieren, aber... Da erwarte ich von Nintendo ein besseres Game Design. Ich komme hier echt nicht mehr durch. Wie bin ich denn vorher hier... Ach klar, natürlich, ich habe da die Schalter da drin aktivieren müssen. Ja, shit. Aber dann muss ich doch echt hier irgendwie weiterkommen.
Ach, Mensch, du. Du Spiel. Was ist denn hier los? Muss ich hier vielleicht irgendwas, muss ich die da vielleicht irgendwo hinlocken? Damit die, wenn sie explodieren, irgendwas kaputt machen. Keine Ahnung, Mann. Ich bin dumm. Was muss ich denn machen? Muss ich ein Lied spielen? Nee. Lock den jetzt mal hierher. Das bringt garantiert nichts. Weil, was soll das auch bringen? Das macht gar keinen Sinn. Komm jetzt her, du. Kann der hier überhaupt raus aus der Lava? Ich glaube, der kann hier nicht raus. Nee. Also was ich hier letztendlich machen muss, ist klar, ich muss hier Licht reinbringen und mit diesem Licht mache ich diesen Block weg und dann geht's weiter. Aber wie kriege ich das Licht hier rein? Und warum sagt... Warum ist... Ich brauche einmal die Hilfe von der Fee und dann sagt sie nur, weiß der eh Bescheid. Muss ich ja hoffentlich nicht erklären. Also ja klar, ich könnte natürlich echt rausfliegen. Und mal in die andere Tür gehen. Könnte natürlich sein, bei so einem älteren Spiel, dass das tatsächlich so gedacht ist. Elegant ist es nicht gelöst vom Level-Design her, aber vielleicht checke ich es ja einfach nur selber nicht. Und da gibt es doch noch was, was ich hätte tun können. Aber jetzt gehe ich mal hier lang. Oh Mann. Also offensichtlich war ich an der richtigen Seite. Ach fuck, ey. Ja toll, jetzt bin ich einfach komplett umsonst zurückgereist und kann jetzt einfach nur wieder dahin gehen, wo ich eh schon war. Den ganzen Quatsch mit den Schaltern nochmal machen. Oder habe ich hier noch was übersehen? Aber hier ist doch auch nichts. Hier kann ich nicht durch. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie Licht machen. Ja, danke. Ich muss letztendlich irgendwie hier Licht ins Dunkel bringen. Aber es gab doch nichts, was ich da tun konnte, Mann. Ey, das war... Es war so klar. Du nervst, Mann! Ich bin zu faul, eine andere Waffe auszurüsten, aber jetzt muss ich es doch machen. Hier. Ja, fick dich. Es ist schon Abend vom ersten Tag und ich habe noch nichts geschafft. Na gut, ich habe eine Eule erreicht. Immerhin das. Ja, hab. Oder bring mich um, mir egal. Wie. Ich kann doch hier nichts machen, oder? Da muss ich doch definitiv später hin, wenn ich mal den ganzen Quatsch hier auf den Kopf gedreht habe. Irgendwie. Das
So. Das heißt, ich kann auch hier überhaupt nichts anderes tun. Jetzt hier diese Knöpfchen zu drücken und aus diesem Raum einfach wieder rauszugehen. Aber ich weiß genau, was passieren wird. Ich werde wieder an der gleichen Stelle stehen wie vorher und keine neue Erkenntnis haben. Also, nochmal hier drauf. Ich muss mich echt mal kurz zusammenreißen. Ich bin heute irgendwie nur genervt, habe ich das Gefühl. Ich bin echt. Ich muss ja mal ein bisschen gute Laune haben hier. Das ist hier ein Klassiker, ein Kindheits-Nintendo-Klassiker. Gute Laune ist hier angesagt und nicht die ganze Zeit so gejammere. Aber es ist halt schon ein bisschen. Es ist teilweise schon ein bisschen nervig. Nach heutigen Standards. Aber ich habe keinen Schlüssel, Mann. Ich kann hier nicht weiter. Du bist es schon mal nicht. Kann ich denn? Was habe ich denn jetzt gekillt? Kann ich denn? Das wäre jetzt aber echt komisch. Mich mit dem Enterhaken an eine Dekoblume dranhängen. Nein, okay, da bin ich zumindest schon mal beruhigt. Ne, was heißt beruhigt eigentlich nicht, weil dann hätte ich zumindest irgendwo weiterkommen können. Kann ich da irgendwie rauf? Verpiss dich! Kann ich da irgendwo rauf? Ja, wie bringe ich denn Licht hier hinein? Was sagen mir die Krüge? Die sagen mir Herzen. Okay, das bringt mir nichts. Manchmal ist ja so ein Hinweis drin, wenn die irgendwie bestimmte Items geben, eine Bombe oder so, dass man die dann vielleicht in dem Raum braucht. Aber nichts. Übersehe ich vielleicht irgendwas? Ah, wenn ich jetzt wieder reingehe, dann sagt sie wieder den Tipp. Ich lese mir den nochmal durch, aber... Aber es ist halt einfach keiner. Diese verkackte Weichbirne, ey. Ich schlepp die ganze Zeit mit mir rum. Ich hab die ja auch noch... Ich hab ihr geholfen, dieser Fee. Ja, wir haben die ja quasi... Die ist ja, die hat ja Zuflucht bei uns gesucht. Nachdem sie von dem Horror-Kit missbraucht wurde. Und dann ist sie die ganze Zeit so arschig. Die ist noch nutzloser als Navi. Beziehungsweise sie ist gleich nutzlos. Aber auch noch so... So, so eine scheiß Attitude irgendwie. Ist hier, kann ich da irgendwie hinein? Es ist auch so wahnsinnig dunkel. Ich glaube, ich habe einen anderen Monitor als normalerweise. Der ist noch besonders dunkel. Vielleicht, ich muss mal hier an dem Vorschaubild von OBS spielen. Das ist tatsächlich heller als in dem, als im Spiel selbst. Ich glaube, ich spiele einfach da. Jetzt sehe ich da irgendwas nicht, was ich da eigentlich sehen sollte. Schauen wir nochmal da nach oben. Vielleicht ist da irgendwas drin. Ich habe nichts. Ich spiele mal irgendein Lied. Was habe ich denn so hier? Was irgendwas, vielleicht Hymne des Sturms oder sowas? Oder was gibt's denn noch so? Nee, Hymne des Sturms.
dachte, vielleicht passiert dann irgendwas. Vielleicht wird die Lava hart oder. Nee, eigentlich dachte ich eher, dass da oben vielleicht irgendwie Wasser reinfließt oder ein Blitz einschlägt oder ich weiß es auch nicht. Komisch ist es auf jeden Fall, dass es tatsächlich dahin regnet. Aber ich kann doch nicht da hinauf. Kann ich vielleicht... Nee, ich kann nicht an der Statue hochklettern, oder? Boah, das wäre aber echt... Das wäre aber echt ein bisschen advanced, wenn sie so krasse Galaxy Brain Moves von einem durchschnittlichen Spieler erwarten, der nicht so krass ist wie ich. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Dass ich hier quasi eine Statue hinstelle, als... Als Klettervorsprung. Nee. Fuck, ich bin dumm. Was ist denn da oben eigentlich drin? Kann man da irgendwie hineinschauen? Also wenn ich da oben jetzt rauf gehe, dann gibt es hier dieses Teil hier. Ich kann hier jetzt einfach mal hier eine Bombe hinlegen, aber das sieht ja eben nicht so aufsprengbar aus. Aber vielleicht ist es ja doch das einfach, ne? Weil hier gibt es immerhin diesen Fleck hier. Alter, das ist es halt wirklich. Das war mein erster Gedanke, als ich in diesem Raum war, noch bevor ich überhaupt in diesem... Bevor ich überhaupt hier unten war. Und dann dachte ich mir aber, nee, das sieht nicht so sprengbar aus. Ah. Oh. Ja, dann, okay. Ja, immerhin sind wir weitergekommen. Was ist denn mit mir los heute? Ich komme weiter, bin trotzdem noch genervt. Weil es zu lang gedauert hat. Also jetzt. Seid ihr Freund oder Feind? Hier ist jetzt wahrscheinlich ein Schlüssel drin. Ach so, nee, Moment, da ist jetzt wahrscheinlich aber nur irgendwie eine Karte drin oder so. Ja, aber das, dann komme ich aber nicht mehr weiter. Doch, da ist nur die Karte. Ja, Fikikowski. Ich bleibe es einfach stehen. Ich halte so viel aus, mir ist es einfach egal. Ich versuche gar nicht mehr, mich zu verteidigen. Ja gut, das bringt jetzt nichts. Bringt mir das Licht denn vielleicht noch was anderes? Ich mach die mal alle tot jetzt hier. Hier ist jetzt zum Beispiel auch noch so eine... Ah, okay, das bringt was. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Fee. Und ich wollte gerade sagen, hier ist ja eigentlich eine Fee noch. Oder ein Schlüssel. Nee, das ist eine Fee. Nee, es ist ein Schlüssel. Okay, dann komme ich zumindest weiter, aber... Hier ist auch noch eine Fee. Und dieser Raum ist ziemlich finito. Also es gibt hier noch Türen, aber ich denke mal, die Fee müsste ja hier sein. Kann ich vielleicht... Das wäre echt fies, wenn sie hier noch unsichtbare Dinge verstecken, aber ich versuch's mal. Keine Ahnung. Naja, ich muss auch nicht unbedingt alle Feen haben, ganz ehrlich. Dann halt nicht.
Okay, ich muss ins Wasser auf jeden Fall. Und dann muss ich wahrscheinlich da weiter, aber ich versuche mal noch hier oben jetzt zu schauen, was es hier gibt. Komme ich da raus? Nee. Kann ich da vielleicht drauf springen? Okay, so nicht, aber ich glaube, es geht auch nicht. Aber ich versuche es noch einmal. Das war auch nicht so besonders gut, aber ich gehe einfach mal hier weiter. Boah, ist dieser Tempel umfangreich. Ich krieg hier. Ich brauch danach erstmal einen Schnaps. Bin mich überfordert, das einfach nur den zu sehen. Man geht ständig durch so viele Räume, die man nicht abschließt. Das macht mich wahnsinnig. Man schwimmt durch einen Gang durch und sieht, ach ja, da ist ein Schalter, den kann ich aber jetzt nicht drücken, weil der ist an der Decke. Dann geht man in den nächsten Raum. Ja, okay, hier ist irgendwie ein Schalter an der Decke, da ist eine Dekoblume an der Decke, da ist irgendwie hier ein Kopf über, ein Knopf und da ist eine Kiste. Boah. Bin zu einfach gestrickt für sowas. Will einfach nur ein paar Feen suchen hier. Zu viel ein weirdes Vieh. Die sind echt selten, diese Formen von Pflanzen, die so laufen können. Verpiss dich, Mann! Toll. Aber das heißt doch eigentlich, dass man hier bald irgendwie den Daumen umkehren können muss, oder? Wenn ich hier einerseits einen Schalter auf dem Boden habe, aber eine Kiste an der Decke. Ah, okay, den muss man gar nicht gedrückt halten. Ach so, ja gut, dann kann es natürlich sein, dass ich da viel später erst hinkomme. Nun gut, dann. Hä? Moment. Ich dachte, ich bin. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Dachte hier, aber da ist jetzt verschlossen. Ah, nee, ich bin ja aus so einem Loch rausgeschwommen. Kann ich mit dem Licht auch Eis schmelzen? Nee. Mann, das bringt mir alles nichts. Haut mal ab hier mit euren blöden Sachen an der Decke. Ja, toll. Jetzt ist da was an der Decke, ja und?
Ja, das ist ein Spiegel, aber der bringt anscheinend nichts, weil muss ich den aufladen. Ein aufladbarer Spiegel. Akku betrieben. Mit Akku betriebener Hintergrundbeleuchtung. Beziehungsweise nicht Akku betrieben, sondern Solar. Solar geladener Hintergrundbeleuchtung. So ein Smart Mirror. Okay, ich gehe jetzt einfach hier weiter. Je. Ich mach's mir einfach linear. Ich schaue einfach mich gar nicht um. Ich gehe einfach durch eine Tür, wenn ich sie sehe. Ach so, bin ich jetzt wieder am Eingang? Ah. Jetzt bin ich wieder im Eingang und hab nichts Neues. Fuck, was bringt mir das denn jetzt? Ich habe jetzt nach wie vor keinen Schlüssel. Ich habe nach wie vor hier in dieser Gegend. Gott, sogar da oben ist noch dieses Start-Tempel-Eingang-Symbol, kopfüber. Oh. So, als wäre ich noch nicht mal wirklich im Tempel. Selbst so weit habe ich es noch nicht. Der Tempel hat noch gar nicht angefangen. Okay, ich bin verwirrt. Ich habe doch jetzt nichts bekommen. Einfach nichts. Ich glaube, ich muss vielleicht doch nochmal da weiter. Also, was ich bekommen habe, ist Karte und Kompass. Aber nichts, was mich weiterbringt. Habe ich hier vielleicht noch im Stockwerk weiter unten irgendwas? Also klar, hier ist so ein Sonnenknopf. Aber der bringt mir ja gar nichts. Oder ich kann hier nicht runterleuchten. Da bin ich vorher hergekommen. In dem Raum davor gab es noch relativ viel, aber ich hatte mir eingebildet, das war alles nicht wirklich erreichbar. Und das hier, damit kann ich ja nicht da nach unten leuchten. Da ist auch noch mal was. Aber was nützt mir das? Da ist auch was. Vielleicht ist es einfach nur so dekomäßig, damit das nicht so asymmetrisch aussieht hier. Jawohl. Ja, könnte schon sein. Ja, Mist, ey. Ich dachte, ich würde heute deutlich weiterkommen. Jetzt ist es doch schon wieder relativ spät. Und ich bin mehr oder weniger eigentlich immer noch am Eingang. Ich check nicht, was mir das alles jetzt bisher gebracht haben soll. Ich habe hier jetzt nur eine Karte und einen Kompass. Ich gehe nochmal hier rein. Vielleicht ist da ja doch noch was. Vielleicht kann ich da dagegen schwimmen. Vielleicht kann ich den Knopf so drücken. Nee. Vermute, ich kann da auch nicht so reingehen. Nope. Ich komme hier generell gar nicht mehr raus, auch nicht in die andere Richtung. Ich komme ja aus diesem Becken hier gar nicht mehr zurück. Oder ich versuche es noch einmal jetzt, aber nee. Geht nix. Dich da mit dem Enterhaken? Nee, geht auch nicht. Ja, dann stehe ich vor einem Rätsel. Ich sag's, wie es ist. Ich check es nicht. Kraft hat nicht. Kann nur hier weiter. Ich schau mal noch mal kurz auf die Karte. Vielleicht bringt mir die ja irgendwas. Boah. Alter Schwede, wie viele Kisten gibt's denn hier? Und wie viele Räume? Obwohl, die Räume sind gar nicht so schlimm, aber so viele Truhen.
bin jetzt hier und unter mir gibt es keinen Ausgang, so wie es aussieht. Keine Ahnung. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich doch nochmal hier weiter. Aber einfach nur, weil mir nichts Besseres mehr einfällt. Wie geht denn diese Tür da überhaupt auf? Aber wahrscheinlich mit dem, ja, mit dem Sonnenschalter habe ich ja schon vermutet gehabt. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe sonst echt keine Idee mehr. Fuck. Habe ich jetzt hier irgendwas anderes? Nee, ich habe doch nichts. Es hat sich doch nichts geändert. Ich schaff's gar nicht, ey. Das ist ja auch so nervig. Ich will doch hier nicht jedes Mal diese Blöcke dahin stellen. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Letztendlich muss ich jetzt langsam mal an den Punkt kommen, wo ich diese fucking Burg hier umdrehen kann. Aber ich check nicht wie. Ich check einfach nicht, wie. Vielleicht muss es hier einfach Tag sein. Ist es doch hier im Freien, oder? War ich hier immer nur nachts? Nee, ich war hier auch schon mal tagsüber. Vielleicht ist der Tempel nachts gedreht und tagsüber ist er. Aber ich war doch die ganze Zeit hier. Bin mir nicht sicher. Vielleicht war es hier die ganze Zeit Nacht. Vielleicht war es schon Nacht, als ich hier angekommen bin. Boah, aber das wäre echt fies, weil dann hat man ja voll wenig Zeit für den Tempel. Also einerseits fände ich es geil, wenn das jetzt so wäre. Das wäre ein geiles Puzzle. Dass tatsächlich mal diese Tag-Nacht-Mechanik nutzen. Aber andererseits habe ich jetzt vielleicht einfach nur unnötig einen Tag verschwendet von drei. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Es sei denn, es ist jetzt immer noch nicht hell genug. Mit diesen Kisten hier kann ich auch gar nichts machen, oder? Die Tür hier ist immer noch zu. Ich bin ratlos.
Wie kann ich diesen Kacktempel hier drehen? Muss ich jetzt echt ernsthaft diesen Kack hier mit diesen Kisten nochmal machen? Ich weiß sonst echt nicht, wo ich weitergehen kann. Wenn wenigstens meine Statuen hier bleiben würden. Ich nur noch die Kisten jedes Mal hinstellen muss, weil die Statuen, die habe ich ja überhaupt nicht verschoben. Den Garunen-Man hier, den habe ich ja nie weggemacht. Nicht werfen! Oh. Ach, Mann. Ich wollte es nicht werfen. Ah, Mann, nee, ich habe auch keine andere Idee. Ich gehe hier nochmal raus. Wie kann ich den Tempel umdrehen? Ich dachte halt, ich mache das einfach, indem ich irgendwie hier so einen Schalter irgendwo habe, der das dann halt bewirkt. Aber dass ich bei dem immer noch nicht angekommen bin. Und ich schon einmal im Kreis das abgearbeitet habe. Ich bin kurz davor zu googeln, weil einfach sonst nichts mehr passiert, befürchte ich. Aber jetzt mache ich noch einmal hier diese Kisten zum 100. Mal. Und dann weiß ich aber jetzt schon, dass ich nicht weiß, wo es weitergehen könnte. Ich habe nichts mehr. Hätte ich vielleicht mit diesem einen Spiegel da noch irgendwas machen können, mit dem akkubetriebenen Solarenergiespiegel. Oder hier, kann ich hier irgendwo ein Loch? Kann ich hier noch aufsprengen? Das ist hier ja nochmal ein Loch drin. Nö. Kacken, ey. Warum kam mir gerade eine Gegnermusik von da oben wahrscheinlich? Hier sagt er, wäre noch eine Kiste und das glaube ich ihm auch, weil da kann ich ja auch wieder kopfüber irgendwas machen später, aber halt höchstwahrscheinlich nicht jetzt. Die wäre dann hier.
Ey, Mann, jetzt muss ich sowieso bald aufhören. Aber ich würde jetzt nicht so mit so einem Frustmoment aufhören hier. Aber hier gibt's einfach fucking nichts mehr, was ich tun kann, ey. Hier ist kein Licht. Ihr Pimmel. Da, die Sonne hier, reicht die nicht oder was? Nicht aufhören, dann lieber googeln. Weißt du's, Red Light? Moin, Captain. Weißt du, Red Light, wie es hier weitergeht? Oder Captain, weißt du's? Da muss ich nicht googeln, aber. Red Light, du bist ja sonst immer irgendwie. Hier die. Du bist ja das Wikipedia. Du hast doch das Wikipedia geschrieben für. Für Zelda. Kommt mir zumindest immer so vor, aber vielleicht googelst du einfach auch nur. Ich google jetzt. Was google ich denn da überhaupt? Majora's Mask Stone Tower heißt der, glaube ich. Das ist halt leider auch der Tempel, den ich einfach am wenigsten in Erinnerung habe, weil es einfach auch der letzte ist. So, was macht er denn hier so? Das ist jetzt hier die 3DS-Version. Aber der macht jetzt erstmal alles soweit, wie ich auch. Und dann in dem Raum mit dem Wasser macht er was anderes. Und ich glaube dann, also hier. Und zwar macht er einfach, er klettert einfach hier raus. What the fuck? Aber vielleicht ist das auch anders in der 3DS-Version. Der springt hier ins Wasser und sagt, ja, am südlichen Ende wieder rausklettern. Hä, Moment. Der macht das mit dem Deko-Link, aber mit dem Deko-Link kann ich doch nicht bis darüber. Das geht doch nicht. Der springt einfach in der Lösung hier rüber. Ja, da ist halt einfach eine Wand. Ah, Moment, da ist tatsächlich was anderes. Nee, doch nicht. Verdammt, nee, es bringt einfach nichts. Selbst die Lösung stimmt nicht irgendwie. Also ich versuch's hier einfach. Moment, geht's hier unten weiter? Nee, fuck. Ich dachte kurz, da geht's weiter, aber das ist ja hier kopfüber. Ist das ein Mist? Kann ich hier vielleicht doch raus? Ich kann da nicht hochspringen. Oder muss man das wirklich hier so perfekt timen, dass man da tatsächlich rausspringen kann? Nee. Das geht doch nicht. Das geht. Aber das kann doch nicht so. Selbst wenn es geht. Selbst wenn das geht, dann kann es aber nicht so gedacht sein, oder? Das ist doch viel zu schwierig. Alter, es geht. Es geht halt wirklich. Und es ist ein Schlüssel. Oh mein Gott, tatsächlich. Hä? Bei diesen alten Spielen weiß man immer nicht, ob das wirklich so gedacht ist oder ob das einfach nur ein Trick ist. Kann ich da irgendwie...
den Schalter mit der Bombe anmachen, vielleicht. Perfekt platziert, diese Bombe. Okay, das bringt gar nichts. Da komme ich ja gar nicht hin. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass ich einen Schlüssel habe. Und den kann ich nochmal wo benutzen? Habe ich überhaupt noch eine Tür, wo ich einen Schlüssel brauche? Shit, ich muss jetzt tatsächlich echt aufhören. Aber zumindest ein Schlüssel ist schon mal nicht schlecht, oder? Jetzt ist nur noch die Frage. Jetzt braucht man nur noch eine Tür dafür. Jetzt ist nur noch die Frage. Ach doch, hier. Da war ein Schlüssel. Da muss jetzt aber echt irgendwie was passieren in diesem Raum, weil das ist der einzige, wo ich jetzt überhaupt reingehen kann. Hier, das kenne ich doch. Das sind doch hier so Blöcke, die in dem Eistempel auch schon waren. Da kann ich doch was wegkloppen hier. Endlich mal ein bisschen Fortschritt hier. Jetzt nimmt alles Fahrt auf. Ja, jetzt bin ich endlich mit dem Intro von dem Tempel fertig, sozusagen. Jetzt beginnt endlich der Tempel, den ich heute schaffen wollte. Cool. Ah, hier sind noch so Schalter. Ich glaube, ich speichere jetzt nicht auf die Art, wie es die Entwickler eigentlich vorgesehen hatten. Dann muss ich nämlich den ganzen Quatsch hier nochmal machen. Ich speichere jetzt einfach im Emulator direkt an dieser Stelle. Weil dieses Kistengeschiebe da, nicht Kistengeschiebe, aber dieses Kistenrumgetrage an dieser einen Stelle, das will ich jetzt echt nicht zum 10. Mal machen. Obwohl, das brauche ich ja gar nicht mehr. Ich kann jetzt ja von der anderen Seite hier rein. Klar, ich habe die Tür geöffnet. Okay, dann mache ich was anderes. Dann drehe ich die Zeit zurück. Oh, dann sind alle unsere mühsam gesammelten Feen. Oh, die Feen von dem Tempel sind auch weg. Ich dachte jetzt eigentlich nur an die Feen von den. Die Feen in den Flaschen. Aber die Feen im Tempel sind dann wahrscheinlich auch wieder zurückgesetzt. Da habe ich ja gar keinen Bock. Okay, ich lasse die Zeit einfach mal so, aber ich weiß nicht, ob ich das in der Zeit schaffe. In den 3 Tagen. Da ich ja einmal dummerweise die Zeit vorgedreht habe, in der Vermutung, dass das ein relevantes Feature ist, dieses Tempels. Dann speichere ich doch jetzt einfach auf die normale Art. Oh nee, da muss ich hier wieder 3-mal das Lied spielen. Okay, ich speichere doch nicht auf die normale Art. Ich speichere einfach im Emulator. Und dann... Moment, ich mach das mal kurz. Wo habe ich den denn überhaupt hingepackt? Der ist hier minimiert. Es läuft trotzdem. Ich spiele die ganze Zeit im OBS. So, speichere ich hier mal kurz und dann machen wir an der Stelle einfach weiter. Ich weiß, ich sage es jedes Mal. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lang, bis ich zum nächsten Mal wieder streamen kann. Ich weiß, ich sage das echt jedes Mal, dann dauert es irgendwie 2 Wochen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht... geht's ja demnächst schon wieder. Und wenn ich sage demnächst, dann halt wahrscheinlich nächste Woche. Höchstwahrscheinlich. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zusehen und dann ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.